das, was wir Ihnen hier jetzt darstellen, oder das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, ist ein dreidimensionales Bild einer Szenerie, die wir aufnehmen mit insgesamt 3 3D-Sensoren, die Sie hier in den Bildern vorher sehen konnten, mit denen wir Messdaten aus 3 verschiedenen Richtungen aufnehmen und in diesem Bild zu einem Bild zusammenführen. Diese Messdaten werden in einer Industrie 4.0 Informationsschicht zur Verfügung gestellt und damit dann aus diesen Informationen weitere Aktionen abzuleiten. Diese Informationen stehen zur Verfügung für weitere Algorithmen. Diese Algorithmen können beispielsweise mit dem, was Sie hier jetzt gerade gesehen haben, wir haben Personen aufgenommen, hier können beispielsweise in der Gebäudeautomation damit Klimaanlagen optimiert werden, Belüftungen, Heizung optimiert werden. Das sind dann Daten, die aus dieser Sensorik zur Verfügung gestellt werden. Das war jetzt gerade gleiche Sensortypen, bei denen die Daten zusammengeführt sind. Das, was wir hier jetzt haben, sind unterschiedliche Sensorik, die auch wiederum ein und dasselbe Objekt aufnehmen oder die gleiche Szenerie aufnehmen mit unterschiedlichen Genauigkeitsklassen. Auch das lässt sich zusammenführen. Es ist egal, von welcher Sensorik die Daten kommen. Sie werden auch gemeinschaftlich in die Informationsschicht der Industrie 4.0 hochgebracht und stehen dort allgemein zur Verfügung zur weiteren Verarbeitung in beliebigen Algorithmen, um dort dann weitere Aktionen daraus durchzuführen. Wir hatten jetzt die Datenfusion von 3 gleicher Sensorik, wir hatten die Datenfusion von 3 unterschiedlichen Sensoren, die in der Informationsschicht zur Verfügung gestellt wurden. Was wir hier jetzt in diesem Exponat haben, hier haben wir einen Sensor, der ebenfalls eine hohe Anzahl an Daten zur Verfügung stellt. Aus diesen Daten wird aber in einem ersten Arbeitsschritt eine Komprimierung durchgeführt, bei dem die Objekte hier reduziert werden, die Objektdaten reduziert werden auf Position, Durchmesser von Kugeln und damit die Datenmenge massiv reduziert ist. Diese Informationen werden auch in der Informationsschicht zur Verfügung gestellt und können dann von anderen Systemen wieder abgegriffen werden, um beispielsweise in diesem Fall ein Roboter, der sich einzelne Kugeln aus diesem Umfeld hier herausgreift und weiterverarbeitet. Aber jetzt zu einer praktischen Anwendung, in der die Messdatenermittlung, die Messdatenerzeugung, Übertragung und Verwerten dieser Messdaten in einer realen Applikation umgesetzt ist. Das, was wir hier jetzt sehen, wir sehen hier jetzt Behälter, die Müllbehälter, die über Ultraschallsensorik deren Füllstand gemessen wird. Und diese Information wird über GSM, über Mobilfunk zur Verfügung gestellt und kann hier in entsprechenden Zentralen abgerufen werden, um dann damit eine Information zu haben, zu wissen, wo die Müllcontainer entleert werden müssen. Das heißt, hier kommt man durch die Information der Sensorik dahin, hier eine Müllentsorgung zu optimieren, dadurch, dass jetzt bekannt ist, wo überhaupt eine Entsorgung stattfinden muss. Wir kommen von dem Weg, dass zyklisch einmal die Woche alle Müllcontainer abgeholt werden müssen, weg zu optimierten Entsorgungssystemen, dass ich dann entsprechend Zeit und Geld spare, mit dem System, das ich hier habe, wirklich nur dann Müll zu entsorgen, wenn es sein muss. Darüber hinaus, neben der eigentlichen Füllstandmessung, sind in diesen Behältern auch noch Temperatursensoren. Diese Temperatursensoren überwachen, ob in diesen Müllbehältern es irgendwann mal zu einem Brand kommen kann. Kann ja passieren, dass irgendjemand heiße Gegenstände, Zigaretten etc. dort reingeworfen hat. Und diese Sensorik liefert Daten, die dann auch weitervermittelt, übermittelt wird an die Feuerwehr, die dann entsprechend darauf reagieren kann.